Der Tag täglich heute mit ungewohnter Kulisse hinter mir, der eBay Battle Bus. Und warum ich hier vor diesem Bus rumsitze und wo ich tatsächlich bin, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Das ist, Achtung, Köln. Das ist GigaTech, ich bin Armin und das ist tagtäglich vom 24. August. Hinter mir seht ihr den eBay Battle Bus und das ist auch der Grund, warum ich in Köln bin. Die Gamescom tobt in Köln, ich bin auf der Gamescom unterwegs und vor allem ist der eBay Battle Bus unterwegs. Den seht ihr hinter mir in voller Pracht und das ist eine ganz schöne Aktion, die wir hier durchführen. Zusammen mit eBay chauffieren wir quasi Gamer, die am Hauptbahnhof in Köln ankommen, zwischen Messe und Hauptbahnhof hin und her. Und da drin in dem Bus ist es wahnsinnig cool. Da kann man Playstation spielen, da kann man Nintendo Switch spielen, es ist ein großer Fernseher drin, es gibt kühle Getränke. Also so macht es richtig Spaß zu Messe zu kommen und ich sitze da auch manchmal drin und unterhalte die Leute und führe da nette Interviews mit YouTubern und Games-Experten, auch unseren Redakteuren von Spieletipps.de und von gigagames.de. Entsprechende Videos findet ihr auf deren Facebook-Kanäle. Und nichtsdestotrotz möchte ich natürlich den Tag täglich nicht ganz zu kurz kommen lassen. Gestern hat es leider nicht geklappt, weil ich hier wahnsinnig beschäftigt mit diesem Bus und mit der Gamescom-Berichterstattung war. Aber heute sind wir wieder da und ich habe ein paar nette Themen ausgesucht. Allerdings, wir sind natürlich draußen, deswegen heute gibt es keine YouTube-Kommentare. Ist ein bisschen quick and dirty, sage ich mal, aber das ist in Messezeiten dann halt einfach so. Und wir fangen einfach mal an. Wir schauen ins Tech-Ressort zuerst und da gibt es eine interessante Meldung und zwar von Ariel. Ariel ist ein Autobauer, ein britischer Autobauer, kennt manch einer vielleicht von euch. Die bauen den Ariel Atom bis jetzt, also das war das Auto, für das die bislang am bekanntesten waren. Und das ist so ein straßenzugelassener Open-Wheeler, also so ein leichtgewichtiges Rennauto, das wie so ein Formel-1-Auto aussieht, das man sich privat kaufen kann, mit dem man auf der Straße fahren kann, mit dem man aber vor allem auf Rennstrecken, auf Trackdays wahnsinnig viel Spaß haben kann. Und die haben jetzt ein Konzept zu einem Elektro-Hypercar vorgestellt, wo Tesla ordentlich ins Schwitzen kommen dürfte. Das soll nämlich 1180 PS haben und richtig schnell sein und sieht dann auch noch optisch aus wie das Batmobil. Also richtig krasses Teil. Ist noch nicht da, wir können noch nicht sehen, ob die das so bauen und wie das final aussieht. Aber die Ankündigung haben wir schon mal und ein erstes Bild und das sieht schon ganz schön krass aus. Die ganzen Daten, was das Ding wirklich unter der Haube haben, sagt man das eigentlich beim Elektroauto auch so? Ja, ist ja im weitesten Sinne unter der Haube haben wird, lest ihr im entsprechenden Artikel auf giga.de/tech. Verlinken wir unten in den Kommentaren. Und dann schauen wir ins Android-Ressort und da ist natürlich das Galaxy Note 8 das große Thema. Gestern wurde es offiziell vorgestellt, das erste Note-Gerät, das nach einigen Jahren, ich glaube seit 2014, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber seit einigen Jahren wieder mal nach Deutschland kommt, ist vorgestellt und ja, ist ein sehr, sehr schönes Gerät, war jetzt auch so nicht anders zu erwarten. Ihr erfahrt auf Giga Android ganz, ganz viel darüber. Also wir haben natürlich ein Hands-on-Video, wir haben einen Überblick über die ersten Angebote, die es gibt. Wir haben Vergleichsvideos mit aktuellen Geräten. Was habe ich hier oben noch gesehen? Wir haben einen grundsätzlichen Artikel, ob der Kauf sich jetzt schon lohnt oder ob ihr noch warten solltet, wie hart der Preisverfall sein wird. Und wir haben auch 5 Dinge, die wir uns gewünscht hätten, die das Galaxy Note 8 noch besser gemacht hätten. Also jede Menge Galaxy Note 8 Informationen auf giga.de/Android. Und im Apple-Ressort, da geht es ums iPhone 8, aber bevor ich dazu komme, da haben wir noch eine Voraussage, eine Anleitung gemacht. Wenn ihr vorhabt, euch einen Apple HomePod zu kaufen, wollt ihr vielleicht jetzt schon mal wissen, wie geht denn das dann eigentlich, wenn ich den habe, wie richtig, hier fällt eine Kastanie vom Baum, wie richte ich den dann eigentlich an? Und da haben wir euch schon mal aufgeschrieben, so wird das funktionieren, wenn der Apple HomePod bei euch ankommt und ihr den auspackt, dann müsst ihr diese Schritte unternehmen, um das Ding einzurichten, damit es voll funktionsfähig ist. Finde ich immer ganz spannend, im Vorfeld mich schon mal damit zu beschäftigen, wie funktioniert das nachher eigentlich. A, bin ich dann bestens vorbereitet, kriege das schnell eingerichtet und B, lese ich vielleicht bei der Einrichtung was, wo ich sage, das funktioniert ja dann nachher gar nicht richtig gut. Also, könnt ihr euch unter giga.de/apple ankommen und dann, jetzt komme ich zum iPhone 8. Wir haben einen sehr wahrscheinlichen Termin für die Keynote. Das war ja klar, dass sie irgendwann im September sein wird, aber wir wussten noch nicht genau wann. Und jetzt gibt es einen Termin, der sagt, es ist der 12. September 2017. Da wird die Apple Keynote stattfinden und in der wird dann das iPhone 8 vorgestellt. Woher diese Info kommt, wie verlässlich die ist, im entsprechenden Artikel unter giga.de/apple. Und im selben Atemzug haben wir dann auch schon mal Preisprognosen, was das iPhone 8 und auch das iPhone 7s, die da vorgestellt werden auf dieser Keynote, wohl kosten werden. Ich sag mal, so viel, rund $1000 müsste man schon mal rechnen. Also wird natürlich kein billiges Vergnügen, das haben wir aber auch so nicht erwartet. Das war der kurze Tag täglich von unterwegs von der Gamescom in Köln. Ich habe hier einen wunderschönen Ausblick auf den Rhein, auf die, nee, die Zoobrücke ist das nicht. Ist das die, ich weiß nicht, irgend so eine Brücke und dahinter den Kölner Dom. Sieht ganz, ganz toll aus und ich werde jetzt hier noch ein bisschen den lauen Sommerabend in Köln genießen. Ich schicke wahnsinnig viele Grüße natürlich in meine Heimatstadt nach Berlin, aber auch in die ganze Republik zu allen Tech täglich Zuschauern. Und wir sehen uns dann morgen wieder, vielleicht dann mal aus dem Battle Bus drinnen raus. Mal schauen, wie wir das zeitlich hinkriegen und wann das am besten passt. Habt einen schönen Feierabend, bis dahin. Tschüss. Noch eine Kastanie. Achso, ja.